Also im Moment bin ich echt ein bisschen ratlos. Was haben wir eigentlich bekommen von der einen Eulen da? Was ist das denn? Haben die irgendwas von der mitgehen lassen? Gehen wir mal zurück. So, was haben wir hier zur Auswahl? Napoli, Washington Square. Parked. Also sind wir in Washington. Ja. Liv's Apartment. Der hat auch nichts mehr für uns gehabt, ne? Vielleicht hat die noch irgendwas. Gucken wir mal in der Buchhandlung nach, was es hier so gibt. Scheint nicht viel zu sein. Oh, toll. Heute bin ich mal zum Kaufen hier. Wenn du willst, können wir tauschen. Ich suche zum Beispiel gerade neue Romane von Evan Campfield. Tun wir das nicht alle? Okay, da geht nichts. Du kommst zu meiner Party, richtig? Klar. Wow, Déjà-vu. Frage ist nur, was für eine Party. So, vielleicht können die damit auch was anfangen. Wäre das was für dich? Oh, ja. Oh, wow. Das ist der fehlende Band. Endlich kann ich das komplette Set verkaufen. Ich bin gerade knapp bei Kasse, aber du kannst jedes Buch haben, das du willst. Abgemacht. Ich kann mir doch noch ein Buch aussuchen, oder? Klar. Können aber kein Buch nehmen. Schlecht. So, jetzt haben wir dir das Buch gegeben, aber... ja. Was ist mit der Bibel? Unsere alte Familienbibel. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie eines Tages verkaufen müsste. Oh, schönes Leder. Und Blattgold. Ein schickes Stück. Man könnte meinen, du hättest sie dem Prediger aus der Peter and Paul gestohlen. Oh, hat er etwa auch so eine? Ich bin gerade knapp bei Kasse, aber du kannst jedes Buch haben, das du willst. Abgemacht. Schön, wir werden hier Gegenstände los, aber kommen nicht weiter. Die hat ja auch nichts mehr für uns, ne? Shit, warte, wir können ja nochmal ausprobieren. Ich kann mit... Klar. Wir können kein Buch mehr aussuchen. Ich mag keine... Die will immer nicht auf die Leiter hochklettern. Blöd. Ich will noch auf Beach gehen. Was ist eigentlich mit Joe? Können wir da mal jetzt was machen mit dem Typen? Wir spielen ja das ganze Spiel irgendwie nur mit der Frau. So, was hat er denn so Tolles? Getarnte Kohle? Schmerztabletten kann er nicht nehmen. Vielleicht einen Pfannkuchen essen? Kann er auch nicht. Vielleicht kann er sich verletzen. Kann er auch nicht. Getarnte Kohle, ist das jetzt Geld? Wenn ihm Kohle meinen. Mal sehen. Fest verbaut. Kann man also mit der Metallplatte nichts anfangen. Ich möchte sie nicht. Der ganze. Okay, das war die Lüftung. Da ist das Gitter und Alcatraz. Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Die haben wir nicht. Schade. Okay, dann müssen wir nochmal zu Christine zurück. So, was haben wir denn hier noch? Müssen wir jetzt nochmal alles absuchen. Viele Orte haben wir ja nicht. So, hier ist nochmal das Gebüsch. Was kann der denn uns noch irgendwas sagen? Er sagt, ein Mann wäre vom brennenden Transporter in die Kirche gerannt. Ein Weißer. Von der Beschreibung... Okay, der will uns nichts mehr sagen. Die Vögel wahrscheinlich noch im Busch. Also müssen wir nochmal nach North Beach in die Kirche. Bringt gar nichts. Weil wir haben nichts, was wir dem Prediger anbieten können. Nichts, gar nichts haben wir. Christines Apartment. Wilfs Apartment. Was haben wir denn hier? Haben wir nicht irgendwas von Bernadette bekommen? Sind noch nicht mehr. Ne, mehr Orte sind hier auch nicht. Was haben wir denn hier so? Brief des Gefängnisdirektors. Ah, oh Mann, ich bin so blöd, Ah, ich hoffe, das klappt. Wir geben einfach den Brief des Gefängnisdirektors der Frau und dann macht Felci das.
Oh, das muss doch funktionieren, oder? Bitte. Bitte, 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 bitte. Auf dem Brief hier ist die Unterschrift von Leute, ich bin so blöd. Seine Unterschrift sieht aus wie ein müder Drache. Hatte wohl ein echt trauriges Leben. Gib mir eine Minute, Christine. Oh Mann, wir sind so dämlich. Beziehungsweise ich bin so dämlich. Oh Mann. Ah. So, bitte sehr. Damit kriegst du Joe aus der Einzelhaft. Danke, danke, danke. Das ist so lieb von dir. Geht doch. So, jetzt haben wir den. Shit, ey. Können wir den zurück in zu Mickeys gehen und den Mister bei ihm abliefern. An Mason. So, Mickeys. So, wir können das Formular. Na? Mason geben. Wow, keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, Lady, aber vielen Dank. Behandeln Sie den Mechaniker bitte anständig, ja? Ich habe eine Schwäche für Verbrecher. Da gibt's auch sogar eine Krankheit, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. 1229, Abmarsch! Du scheinst einen Schutzengel zu haben. Der Direktor hat angeordnet, dich sofort aus der Isolationshaft zu holen. Tür auf bei 3. Ja, was ich gerade sagen wollte, es gibt auch eine Krankheit, wo Frauen sich hingezogen fühlen zu so Schwerverbrechern. Da ist Hank. Bumpy. Zellenblock. Okay, wir gehen nochmal zu Bumpy. Ich mache einen Hungerstreik. Sie haben meine Bewährung abgelehnt. Gib mir was zu essen und ich erzähl dir vielleicht was. Okay. Geben wir mal den Pfannkuchen. Hier. Also du versuchst auszubrechen? Das habe ich nie gesagt. Hast du von den spanischen Katakomben gehört? Die befinden sich unter dem Zellenblock. In den kommst du praktisch bis ans Wasser ran. Die sind zugemauert. Deshalb suchen die Wachen da nie. Mhm. Interessant. Okay. Hast du von den spanischen Die befinden sich in den... Okay, Bumpy haben wir jetzt ausgequetscht. Da Joe so wenig Sachen hat, ist es natürlich leichter mit ihm als hier mit Christine. Die hat natürlich einige Sachen zu kombinieren. Okay, Ausgang zum Hof. Was ist da oben? Von hier unten komme ich da nicht ran. Ja, habe ich mir gedacht, dass du nicht fliegen kannst. Alles marode. Und die Zeit tut ihr Übriges. Ja, liegt bestimmt am Salzwasser, was hier die ganze Zeit rumfliegt und dem Gebäude zusetzt. Joe? Vor 15 Jahren hatte ich einen Plan, hier rauszukommen. Inzwischen bin ich zu alt dafür, aber... Du bist noch jung. Aber bevor ich ihn verrate, brauche ich noch etwas von dir. Kohle oder Pillen. Umsonst ist nur der Tod. Okay, was Pillen haben wir und Kohle haben wir. Gehen wir mal die Kohle. Oder ne, wir geben ihm die Pillen. Hier, nimm. Wie lautet dein Plan? Zuerst musst du auf die Krankenstation. Sorge dafür, dass sie dich lange dort behalten müssen, um Zeit zu gewinnen. Vor 20 Jahren hat dort jemand ein Fenster gelockert und es mit falschen Schrauben repariert. Da oben siehst du es. Welches Fenster? Oh, meine Erinnerung lässt nach. Ist das Alter? Toll. Dann beeil dich. Ich habe noch andere Interessenten. Mehr haben wir nicht. Wir können auch nicht mit dem sprechen. Das geht. Wir gehen mal zum Hof. Ich bleib erstmal in der Nähe von Bumpy und Hank. Wenn ich von diesen Drecksfelsen runter will, muss ich wissen, was sie wissen. Ich kann mir ja noch mit Geld bestechen. Aha. Ich erinnere mich wieder. Es war auf Station 3. Da passe ich nie im Leben durch. Stimmt. Du bist größer als ich. Dann brauchst du etwas, um die Gitter zu verbiegen. Diese Dinger zum Wagen anheben. Kennst du jemanden, der sowas hat? Weiß nicht. Solche Dinger sind aus Metall.
schwer an den Detektoren vorbeizuschleusen. So. Wie war das nochmal mit dem Fenster? Zuerst musst du auf die Krankenstation. Sorge dafür, dass sie dich lange dort behalten müssen, um Zeit zu gewinnen. Vor 20 Jahren hat dort jemand ein Fenster gelockert und es mit falschen Schrauben repariert. Da oben siehst du es. Das wussten wir schon. Was kommt nach dem Fenster? Klettere auf das Dach, dann darüber. Am besten bei dichtem Nebel. Geh runter zu den alten Gewölben, dann durch die Tunnel bis zum Rand der Insel. Und dann? Geh zum Südende der Insel. Und du wirst ein Seil brauchen, um zu den Höhlen runterzukommen. Du brauchst ein Floß oder jemanden, der dich abholt. Eine Schwimmbürste wäre auch nicht schlecht. Oh, das sind einige Sachen, die hier zusammenkratzen. Ich habe dann noch ein paar Fragen. Du hast vorhin gesagt, es gäbe 4 Wege runter von der Insel. Bei 2 musst du dich als Wachmann oder Soldat verkleiden. Das wird bei dir nicht klappen. Bei 1 brauchst du ein ganzes Team. Aber soweit ich weiß, arbeitest du immer allein. Andere Leute bedeuten immer Ärger. Du sagtest, ich muss mich beeilen. Alter Verkaufstrick. Toll. Wo arbeitet Gaspipe? Bei den Docks wollten sie ihn nicht mehr. Vielleicht im Kraftwerk. Okay. Ich glaube, ich hab's. Wir haben hier sofort alles. Ich hoffe, dein Plan hält, was er verspricht. Hängt den ausgequetscht. Und wahrscheinlich das meiner Frau. Die Route ist gut. Glaub mir. Wieso hast du es damals nicht geschafft? Ich hatte nicht genug Nebel beim Schwimmen. Manches lässt sich nur leider nicht kontrollieren. Hey, Joe. Ich hab gehört, du versuchst dich an Hanks Plan mit dem Fenster. Nun ja. Das Fenster befindet sich in Robert Strouds Zelle auf der Krankenstation. Stroud, der Birdman, wird dich nicht ohne weiteres in seine Zelle lassen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Versuch, das Buch hier reinzuschmuggeln. Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Er wird es dir danken. Damit komme ich meinem Ziel bestimmt einen großen Schritt näher. Ja, die Frage ist, warum hilft er uns, oder? Das ist meine Frage. Eines Tages werde ich dich auch um einen Gefallen bitten. Und dann hoffe ich für dich, dass du den alten Frank nicht enttäuschst. Ich habe keine Zeit, nur rumzustehen. Ah, jetzt können wir raus. So, was ist das denn? Metalldetektor. Was gibt's da alles? Da vorne ist Strom. Er steht unter Strom. Oh ja. Vermutlich der Verteilerkasten. Die Wachen werden mich da niemals ranlassen. Unwahrscheinlich, dass die mich das aufmachen lassen. Ja, das stimmt. Nur Wachen dürfen daran. Scheint aber irgendwie defekt hey, zu sein. Hey Chief, da müsste eine Einstellschraube am Zeiger sein. Eine was? Ah, alles klar. Okay, er ist sauber. Es gibt Arbeit für dich, überall auf der Insel. Glückwunsch! Du kommst an die Luft, bekommst genug Auslauf. Klingt gut. Reparier mal die Waschmaschine hier! Oh, kriegen wir das überhaupt hin? Schraubenschlüssel haben wir bekommen. Dass sie uns nach dem Messer nicht gefragt haben. Was hat der denn? Schnürsenkel. Schnell aufheben, bevor Mason das merkt. Okay. Kleiderbügel kann man gebrauchen. Ein guter Fund. Oh, jetzt fängt's an. Jetzt sammeln wir einiges ein. So, was ist das? Waschmaschine. Es ist nicht mein Job, die Maschine zu füllen. Nein. Können wir auch mal machen. Wäschefalten machen andere. Ich repariere nur die Maschinen. Schade. Gut. Gut. Was hat er sich jetzt geschnappt? Noch ein Bügel. Ah, noch ein Bügel hat er sich geschnappt. Vielleicht können wir die kombinieren. Bettlaken kann ich für mein Seil gebrauchen. Ich hoffe, keiner merkt, wenn ich 2 oder 3 einstecke. Boah, guck, wo versteckt er die? Das ist die Frage. Ich versuche mal gerade die 2 Kleiderbügel. Ein mächtiges Werkzeug. Zu verbinden, oder ein Rückenkratzer. Ah, das war ja so schlau.
Wer ist das denn, ein Kidnapper? Buckman? Früher konnte man noch mit ihm reden, heute nicht mehr. So, Buckman? Er spricht nur mit Weißen. Ach so. Weswegen wir ihn an der Bleichmaschine arbeiten lassen. Was ein rassistisches Schwein, ne? So, was hat Mason zu sagen? Hey, Mr. Mason? Die Maschine repariert sich nicht von selbst. Zurück an die Arbeit, Nassauer! Ist okay, wer ist das? Chiquita. Hi, Joe. Hey. Ach, das ist ein Mann, überschlag dich nicht. Gab's Ärger im Paradies, ja? Kam sie wieder zu spät? Oh, ja, ja. Ja, sie vergisst immer die Metalldetektoren und muss jedes Mal wieder ihre Haarklammern abgeben. Oh je. Ruhe da hinten! Brauchst du irgendwas? Ich schneidere mir gerade ein neues Outfit. Du kommst doch neuerdings viel rum. Bring mir ein paar Damensachen. Oh. Was haben wir? Ne, wir haben keine Damen. Was weißt du über den Aufseher Mason? Ich verstehe, warum du verheiratet bist. Mason ist ganz anders als du. Der streitet sich ständig mit seiner Frau. So langsam frustriert es ihn. Er fängt an, mich auszuchecken. Er wohnt in Gebäude 64. Zweiter Stock. Mhm. Hast du eine Idee, wie man hier rauskommt? Hank verkauft seinen alten Fluchtplan. Aus seiner Zeit mit Birdman. Ja. Brauchst du einen Partner? Nope, ist nicht drin. Bin eine klasse Schwimmerin. An Land können wir uns sofort wieder trennen. Bitte. Nein. Hey, ich mag dich. Und ich brauche deine Unterstützung. Aber ich habe einmal einem Partner vertraut. Und eine Quittung über 40 Jahre bekommen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Verstehst du? Ja, ja. Was ein bisschen unlogisch ist, er hat gerade gesagt, 40 Jahre hat er bekommen. Das heißt, und die haben letztes Mal irgendwas erzählt von, der wäre mit 50 Jahren draußen, dann wäre er 10 bei meinem Buch gewesen. So, wer ist denn Bruno? Was ist mit Bruno? Er versucht Ärger zu vermeiden. Er hofft endlich auf seine Bewährung. Hast du jemals mit dem Prediger gesprochen? Nein, wir verstehen uns nicht besonders gut. Ist nicht mehr viel zu tun. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel und reparieren das blöde Ding. Muss nicht sein. Hä? Da hängt ein Stück Stoff fest. Das Zeug muss raus. Mhm. Der Abfluss ist verstopft. Da hängt ein Stück Stoff fest. Ja, das Zeug muss raus. Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Nein, wir haben noch extra einen Schraubenschlüssel bekommen. Ah. Gleich hab ich's. Es war nur ein Stück Reizwäsche. Danke, Joe. So, wir können dem doch das geben, oder? Sexy Unterwäsche. Muss aus Versehen in die Wäscherei geraten sein. Kannst du hiermit was anfangen? Oh, woher wusstest du, dass ich bald Geburtstag habe? Hör zu, ich weiß, dass du Ärger mit Gaspipe hast. Bring mir ein paar Modemagazine und ich bastel dir eine Schutzweste. Puh, was will die denn noch haben, ne? Beziehungsweise er. So, sind hier fertig. Ich habe es erst vor einer Stunde gemacht. Tja, Alcatraz. Ich bin soweit. Vorwärts! Hopp, hopp! Modemagazine brauchen wir. Ja, wo kriegen wir die her? Ich bring dich zu deinen Jobs. Sprich mit niemandem. Und wehe, du stiehlst etwas. Oh, jetzt haben wir hier noch Kapelle, Wäscherei, Werkstätten, Kraftwerk. Wir gehen erstmal in die Kapelle. Ja, machen wir.